Herzlich willkommen zurück zu Dominikon. Ich weiß gar nicht, was war unsere Mission. Das muss ich mal schnell nachgucken. Er hat sie geschlagen. Was? Parker Kalender geschlagen. Eines Tages bringe ich das Schwein um. Immerhin, sie scheint Falk und seiner Mutter wirklich ein paar nützliche Dinge abgelauscht zu haben. So. Okay. Dann gucken wir mal, was wir tun können. Wir müssen ja mal diesen Lappen Respekt behalten. Oh, was ist da los? Öffne. Hä? Achso, benötigt Rang 4. Ist da haben wir nicht. Gucken, was wir hier so haben. Oh, da steht was wieder an der Wand. Ein halb verwischte Kritzelei an der Tempelwand. Text ist lang und die Schrift ist kantig, als habe der Schreiber mit jeder Linie einen Schwertstich führen wollen. Ich will, dass die Raben auf euch kacken. Prajos, Ronda, Fex, Zar, Prain, Raja und wie ihr alle heißt. Nicht einmal Firon hat mir geantwortet. Götter, nennt ihr euch, aber auf meine Gebete habt ihr nicht mehr Antwort. Meine Gebete habt ihr nicht mehr Antworten als die Wand in meiner Kammer. Komisch. Doch im nächsten Winter wird Bilshirash mich warm halten. Und wer klug ist, wartet mit dem Pakt nicht, bis es schneit. Okay, schlecht vorgelesen, sorry. So, was haben wir da? Was haben wir? Machen wir nur noch vorlesen. Okay. Eine befreite Stadt, hm? Befreit von Hoffnung vielleicht. Oh, eine Pyramide. Interessant. Ein einfacher Grabstein. Oh Mann, die sind aber sehr zufrieden mit den Göttern. Hier ruht Oswein von Schattengüffel. Wagemutiger. Oh, krasse Schrippe. Halt die Klappe jetzt. Wagemutiger Wegelagerer im Dienste der 12 Götter und Anführer der Varunkal Landwehr, welche bis zuletzt den Nekromanten widerstand. Der Verrat zweier Unwürdiger und mithin un... Er ist noch jung und hat starke Arme. In den Mittellanden hätte er ein Leben vor sich. Und mithin Ungenannter brachte ihn zu Fall. Unwürdiger und mithin Ungenannter brachte ihn zu Fall. Okay. Ja. Das habe ich auch nochmal. Er ist noch jung und hat starke Arme. In den Mittellanden hätte er ein Leben vor sich. Ja, ist ja schön. So. Ein verwirrter Grabstein. Was? Ein verwitterter Grabstein. Verwirrter Grabstein. Okay. Es ist verwirrter Grabstein. Achso, okay. Verwirrt. Ein verwitterter Grabstein. Moos wächst. Niemand darf mehr ins Flüchtlingslager. Was für Dämonen haben dort ihr Unwesen getrieben? Moos wächst in den Fugen des Steins. Der hineingemeißelte Name ist kaum noch lesbar. Fedrion, Norderstedt, 6. Erfert, 985, Boffen, BFA, Boffen, ne, weiß ich nicht mehr, BF heißt, 24. Ingrim. Ich glaube, das ist Chiron. 1021 BF. Darunter ist ein Satz eingeritzt. Per aspera ad astra. Also BF, bevor, nee, was war BF noch? Bevor? Bevor, ne, bevor. Als wären die Kranken im Flüchtlingslager so, hier, die einzigen, die Hunger haben. Den habe ich schon gelesen. Meine Tochter ist nur noch Haut und Knochen. Ja, habe ich schon, okay. Oh, was heißt das denn? Auch, können wir auch noch lesen. Was haben wir da stehen? Auch in einfach Grabstein. Hier ruht Kabuto de Vries.
unehrlicher Bruder und treuer Waffen. Starke Arme. In den Mittellanden hätte er ein Leben vor sich. Treuer Waffenknecht des tapferen Oswein von Schattengipfel. All dieweil er vor seinem Tod auf dem Schafott den Nachweis erbrachte. Niemand darf mehr ins Flüchtlingslager. Was für Dämonen haben dort ihr Unwesen getrieben? Dass die merkwürdigen Fähigkeiten eines Beinkleides sich wieder erwarten als von weltlicher und nicht von dämonischer Natur erwiesen. Ward ihm ein Begräbnis in geweihter Erde gestattet. In den Mittellanden hätte er ein Leben vor sich. Können wir das einsammeln, das da? Nee, bin direkt zwei, jetzt weiter haben wir noch nicht. Einfacher Grabstein. Hier ruht Hascha, Tochter der Habisha. Amboss-Zwergin. Ich glaube, das ist Chiron. Ja, bin ich. So. Und Gespielen des lüsternen Oswein von Schattengipfel. Eine befreite Stadt. Halt die Klappe. Befreit von Hoffnung. Oh. Ihr letzten zornigen Worten galten einem ungeschickten Barbier. Aha. Ich glaube, das ist Chiron. Ja, bin ich. Seid ihr jetzt fertig? Wo seid ihr überhaupt? Ich sehe sie euch gar nicht. Wo sind die denn? Ich sehe die gar nicht. Ein schwarzer Schädel. Huch, was ist denn da los? Ich glaube, das ist Chiron. Was ist denn da los? Wieso greifen sie mich an? Ich kann mich gar nicht mehr aus. Als wären die Kranken im Flüchtlingslager die einzigen, die Hunger haben. Meine Tochter ist nur noch Haut und Knochen. Und da los, wieso greifen sie mich an? Niemand darf mehr ins Flüchtlingslager. Was für Dämonen haben dort ihr Unwesen getrieben? Hä? Wo haben sie mich angegriffen? Standen sie die ganze Zeit herum? Das habe ich schon gelesen. Der ist leer. Denen in der Oberstadt ist doch egal, ob wir hier unten Dreck fressen oder an unserer eigenen Scheiße zugrunde gehen. Deswegen haben die mich angegriffen. Schleifstein, achso, was? Schleifstein, achso, kann man die Waffe reparieren mit? Was habe ich denn jetzt gerade? 4, okay, meine Waffe ist gut. Dietrichsband, ah. 3 Dietriche, einer gebrochen, einer aus der Zeit, okay. Glücksbringer und dann nicht identifizieren. Das kann ich auch nicht identifizieren. Brauche ich Rang 2, da. Okay, haben wir dann, können wir noch ein bisschen was steigern? Muss ich mal schnell mal gucken. Wir haben 390 Punkte. Schadenbonus. Da kann ich nichts mehr steigern. So, ich kann nicht da was steigern, ne? Der geht nicht. Das geht noch. Okay. Den Generierungspunkt, da kann ich noch nichts machen. Das ist zu wenig, ne? Was brauche ich dafür? Abenteuerpunkte. Hab ich gerade verbraucht. Okay. Und hier brauche ich viel mehr Generierungspunkte, als ich hier jetzt so habe. 150. Das niedrigste, ja. Okay. Dann können wir erstmal nichts weiter machen.
So übernehmen wir es mal, ja. Doch, lassen wir so. So. So, wo waren wir stehen geblieben? Hier lang wollten wir. Da ist eine Truhe. Kann ich die aufmachen? Physiker, kann man gebrauchen. Die Truhe ist nicht mehr zu öffnen, okay. Wir gehen nochmal hier durch. Hallo? Prost. Niemand darf mehr ins Flüchtlingslager. Was für Dämonen haben dort ihr Unwesen getrieben? Hä? Ist dran vorbeigelaufen? Reise die göttliche Noin. Ein weiterer Schlag antreten. Es ist gut, dass du hier bist. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Ich war dumm. Ich hätte dir glauben sollen. Ist in Ordnung. Das ist komm, wir sind ja nicht so, ne? Ist in Ordnung. Wir haben wohl beide etwas Zeit zum Nachdenken gebraucht. Du bist großzügig, aber mit einer Entschuldigung ist es nicht getan. Ich habe das Nachbarzimmer durchsucht. Du bist bei Falks Mutter eingebrochen. Du. Ich wollte sicher sein, dass die Hochzeit kein Fehler ist. Ich hätte schon viel früher misstrauisch werden sollen. Aber aus irgendeinem Grund habe ich dieser Frau geglaubt und nicht euch. Sie hat dich verhext. Möglich. Aber als ich dann das komplizierte Zwergenschloss an ihrer Truhe entdeckt habe, war mir klar, dass sie etwas zu verbergen hat. Die letzte Gewissheit bekam ich dann durch die Giftfalle, die mich fast erwischt hätte. Hat sich das Risiko gelohnt? Ich denke schon. In der Truhe habe ich ein Pergament gefunden, viele magische Zeichen und eine Geheimschrift, die ich nicht kenne. Ich weiß jemanden, der sie sicher kennt. Ein ketzerischer Magier, um den sich die halbe Stadt prügelt. Das Problem ist nur, dass ihn Parel Notgel vom Kreuzerkartell gefangen hält und ich mit Hauptmann Fergolosch von der Stadtgarde verbündet bin. Parel und Fergolosch? Sie waren schon immer zwei Streithähne. Du kennst sie? Woher? Das war lange bevor du geboren wurdest, Chiron. In der Zeit, als ich noch Söldner war, während des Maraskan-Feldzugs. Erzähl mir mehr. Parel Notgelf, Fergolosch, Sohn des Faruk und ich. Das Kleeblatt. Das Kleeblatt? Eine dreiköpfige Söldnereinheit. Wir haben viel erlebt. Es war nicht immer einfach. Ihr seid nicht mehr zusammen. Gab es einen Verräter? Sagen wir, es ging um eine Frau. Und nun genug davon. Okay. Gut. Wie kann uns das nutzen? Wir hatten einen Treueschwur, dass wir uns in der Not immer beistehen wollten. Es ist zwar viel geschehen seitdem, doch der Schwur sollte gelten bis in den Tod. Versuche, zu Parel vorzudringen. Wenn du vor ihm stehst, sprich den Schwur des Kleeblatts. Wenn sieben Winde widrig wehen und Blut wie Fleisch im Kampf vergehen, drei Schwerter fest zusammenstehen. Ja, fast, ne? Haben wir noch mehr? Kalandra ist nicht freiwillig mit Falks Mutter gegangen. Sie ist verzaubert worden. Das war ein Ban-Baladin. Ein harmloser Elfenzauber. Wahrscheinlich hat Falks Mutter versucht, die Situation zu entspannen. Hast du ihre spitzen Ohren bemerkt? Wenn sie eine Elfe ist, wie kann sie dann Falks Mutter sein? Er ist kein Halbelf. Vielleicht ist sie nur seine Ziehmutter. Das gibt es nicht, was man denkt. Okay, das ist auch ein Tempel, bleibt. Gut. Wieder zurück. Das hat nichts zu, bringt nichts zum meinen Auftrag. Wie gelange ich zum Ketzer? Wir hatten einen Treueschwur, dass wir uns in der Not immer beistehen. Ah, so, hatten wir schon. Es ist zwar viel geschehen seitdem. Kann ich ja bringen? Versuche zu Parel. Wenn sieben Winde wie. Haben wir schon. Also gerne gehen wir einfach. So. Ich werde jetzt mit dem Ketzer sprechen. Okay, jetzt fangst du mal an. So. Was ist noch was hier? Nein.
Fies von Falks Mutter. Kringel, Zacken, alles winzig klein geschrieben. Was verbirgt diese Geheimschrift? Vater hat diese Aufzeichnung aus dem... Ja gut, Questgegenstand, alles klar. Behalten wir noch. Jetzt gehen wir weiter. Maria, in der Oberstadt ist doch egal, ob wir hier unten Dreck fressen oder an unserer eigenen Scheiße zugrunde gehen. Geht's. Für einen höheren Talentrang brauchst du jeweils 4 Punkte, bla bla bla. Okay. Ah ja. So. Halt die Fresse. Der Tod spielt über euch. Hast du Lust? Das hat man schon gelesen. Was ist das? Geschäfte laufen, mein Freund. Raum Rang 2. Das hatten wir schon. Mich mit meiner Schwester zusammen. Die ist aber schon kalt. Oh je, yeah. Was willst du hier? Eine Faust ins Gesicht? Das schon? Hinter dem Plakat hängt ein Steckbrief. Auf ihm das Bild einer jungen Frau, deren Gesicht halb von Haaren verborgen wird. Aja Unterstein. Gesucht wegen mehrfachen Raubes, Trickbetrügerei und Packtiererei mit den Schrecken der Niederhöllen. Steckbrief wurde überklebt mit dem Warunka-Wappen und dem Schriftzug Verbrecherin wurde hingerichtet. Kopfgeld entfällt. Ekelhaften grünen Schleim und in ungelenken Buchstaben hat jemand dazu gekritzelt. Kopfgeld sofort zahlbar an Rayana Unterstein. Ansonsten auch zu hinterlegen in der Ottengrube. Doch hatten wir schon, glaube ich. Kraut. Gar nicht schaden. Abenteuerpunkt habe ich dafür bekommen. Interessant. Warum ist er eigentlich schon wieder hier? Oh. Na super. Na komm. Ja, stirb schon. Ja. Zack. Und nun du auch. Und zack. Und nimm den. Wow. Puh. Mann. Ein
Giftrinnenschnitzer. Okay. Einmal beleben das Multilixier. Multilixier und 5 Dukan. Aha. Machen wir gleich zu. Wollen wir das hier mitnehmen? Was sind wir denn 2? Lass mal gucken, was wir hier haben. So. Ein Heiltrank, die haben wir. Und dann dieses. Das können wir dann auf die 2 legen. Was ist das? Metall? Was? Gift erhöht den Schaden und macht die Waffe stabiler. Sollte kein Kämpfer fehlen. Aha. Das hier. Hilft gegen den Schauder in dunkeln Gassen in Grunden wie Bier. Hä? So. Dass sie nicht einsetzen, okay. Ach, scheiße, er war daneben. Ah, zu viele. Wow, so ein Gemetzel. Einfach nicht. Oh. Viel Lärm. Ja, oben von oben die Kiste gesehen. Ah, da. Ein Instabilisant. Darf ich hier unten absuchen alles? Verdammt auf hier. Also Topas und nochmal Silbertaler, okay. Sonst haben wir hier nichts mehr. Hier ist abgesucht. Beilkammer, wie es aussieht. Heißer Alkohol nochmal.
Warum schon? Okay, es geht hier weiter. Guten Tag. Was bei allen Erzdämonen sucht deine dreckige Fresse hier? Ich muss mit Feodor sprechen. Du buckelst vor Fergolosch. Du tötest meine Männer. Und jetzt soll ich dich zu diesem Ketzer lassen? Keine Angst. Ich nehme ihn dir nicht weg. Ich muss ihm nur ein paar Fragen stellen. Gib mir einen einzigen Grund, keine Horde irrsinniger Bilhalharpaktierer auf dich anzusetzen. Den Schwur des Kleeblatts. Wenn sieben Winde wehen, werden die Winde wieder sehen. Sieben Winde widrig wehen? Nein. Wenn auch sieben Winde widrig wehen. Boah, ich weiß nicht, Texte mehr aufschreiben ist eine Scheiße. Und Blut und Fleisch im Kampfe. Und Blut und Fleisch im Kampf vergehen. Schwert fest zusammenstehen. Schwert stark im Stern. Nee. Drei Schwerter fest zusammenstehen. So ungefähr. Es reicht, um den guten Willen zu erkennen. Reicht es für die Hilfe des Kreuzerkartells? Das ist nicht so einfach. Dein werter Herr Vater ist dem alten Parell bei seinem Abschied einiges schuldig geblieben. Da kann ich nichts machen? Okay, Schwur war Schwur. Ihr habt geschworen, ihm zu helfen, wenn er euch braucht. Nun steht auch dazu, Parell. Selbst wenn ich mit deinem Vater quitt bin, du hast meine lieben Nachbarn erschlagen und meine Geschäfte gestört. Oh. Nach allem, was am Zeughaus geschehen ist, warum musste das Kartell den Hauptmann wieder provozieren? Fergolosch kümmert sich einen Dreck um die Leute in Wahrung. Es sind die Rondrianer, die nach dem Beschwörer suchen, nicht die Garde. Er glaubt, er könnte schneller als Falk sein und den Ruhm abgreifen. Der große Fergolosch, der zuerst das Zeughaus verteidigt und dann auch noch den Beschwörer fängt. Und wenn Falk von Arivor dahinter steckt? Seit der Sache im Bordell wissen wir, dass er mit Nekromanten zusammenarbeitet. Der Angriff auf die Weststadt war ein Ablenkungsmanöver. Was, wenn Falk den Trick anwenden will, den du Fergolosch unterstellst? Einen Angriff inszenieren, dann dem Volk den bezahlten Schurken präsentieren, den man persönlich gefangen hat, während Jakons Leute an der falschen Stelle suchen. Ein guter Plan. Könnte von mir sein. Der Angriff auf die Weststadt war erst der Anfang. Feodor ist vielleicht der Einzige, der eine noch schlimmere Katastrophe aufhalten kann. Nun gut, weil du dein Sprüchlein so brav aufgesagt hast und weil mich Familienangelegenheiten rühren. Wir besuchen den guten Feodor und halten einen kleinen Plausch. Bei dieser Gelegenheit richte doch deinem Herrn Vater meine besten Grüße aus und gute Besserung für sein Bein. Okay. Wenn du der Geschichte weiter folgst, gibt es kein Zurück mehr. Willst du wirklich fortfahren? Was soll das? Natürlich. Wir werden eintreten. Jetzt fängt das erst an. Neuer Nachbar. Mir wurde schon langweilig hier unten. Magus, ihr müsst mir helfen. Ich habe hier ein paar Dokumente, die ich nicht lesen kann. Schnell, lasst sehen. Kryptographo. Interessant. Nandoria mit protoalhanischem Schlüssel. Intersphärische Nomenklatur. Da scheint jemand viel Wert auf Himmelskörper zu legen.
Was? Das Dokument beschreibt den letzten Teil einer hochpotenten Hashtod-Beschwörung zu einem bestimmten Zeitpunkt und an einem bestimmten Ort. Es gibt einen letzten Teil? Die Beschwörung ist so mächtig, dass man sie in mehreren Teilen durchführt? Hier steht, opfre tunlichst derer Dinge dreierlei, den mächtigen Blackaratz auf deine Seite zu ziehen. Ad primo einen güldenen Bernstein, welcher glänzet wie die Sonne. Ad secundo wähl ein Schwert, mit dem Gerechtigkeit getan. Ad tertio dann gib Blackaratz die Hand von einem Mann, der das Gesetz erfahr. Trag Sorge, dass die Teile wohlgesetzet an drei Orten westlich von dem vierten. Und also magst du rufen nun den mächtigsten der Hashtod im an deinen vierten Ort, allwo die Stern dir dieses künde. Zweifellos, die drei vorbereitenden Invokationen bilden die Grundlage für das Hauptritual. Zum richtigen Zeitpunkt wird es mächtige Effekte bewirken, sehr mächtige Effekte. Man braucht vier verschiedene Beschwörungen für einen einzigen Hashtod-Dämonen? Ich dachte, das wären die schwächsten Diener des Blackarats. Ja, der gemeine Hashtod ist eher minderer Natur. Doch der Erzdämon der Rache gebietet über ein breites Gefolge. Und die Sphäre der Dämonen ist bekanntlich das Chaos. Da gleicht kein Phänotyp dem anderen. Und dieser Hashtod hier ist anders als die, die man normalerweise in den Schattenlanden trifft. Ist das Astralgewicht von Kobold 58,9? Es geht also gegen einen Dämon. Irgendwelche Ratschläge, Magus? Dämonen werden aus der siebten Sphäre herbeigerufen. Natürlicherweise streben sie die Vernichtung jeglicher Ordnung an. Neben den mächtigen Erzdämonen, den Widersachern der zwölf Götter, gibt es auch gehörnte und niedere Dämonen, die ihnen dienen. Ich weiß nur, dass man froh sein kann, wenn man ihnen nicht begegnet. Ohne magische Waffe hat man keine Chance. Im Prinzip ja, aber was die magische Waffe angeht, macht euch keine Sorgen. Meine Zauberkräfte? Sie können Dämonen verletzen? Korrekt. Ihr habt eine dämonische Aura. Eine dämonische Aura? Wie reizend. Was soll das heißen? Ich bin kein Paktierer. Das geht mich nichts an. Was ihr mit eurer Seele anfangt, ist eure Privatsache. Okay. Ich habe mit Bobarats Totenrat über meine magischen Kräfte gesprochen, aber die Antworten waren sehr rätselhaft. Der Rat hat euch geantwortet? Das ist nun wirklich erstaunlich. Dann scheint euer Gönner ja noch mächtiger zu sein, als ich ursprünglich annahm. Ich weiß nichts von einem Gönner. Ich weiß nur, dass die Bobaradianer bisher immer Feinde waren, vor denen wir uns verstecken mussten. Interessant. Warum eigentlich? Ich meine, ihr wirkt nicht so, als würdet ihr dieser paradoxen und kurzsichtigen Weltanschauung folgen. Durchaus nicht. Der gute Chiron besticht eher durch einen äußerst offenen Geist. Es ist aber wirklich merkwürdig. Die Bobaradianer sind eine Kirche. Eigentlich sollten sie neue Anhänger suchen und nicht wahllos irgendwelche Leute jagen. Nun ja, wenn ihr mal wieder einen Bobaradianer trefft, soll er euch analysieren. Vielleicht findet er mehr heraus als ich. Moment. Ihr habt mich schon analysiert? Reine Routine. Irgendwas Bobaradianisch-Dämonisches. Zu komplex ohne Fundamentalanalyse. Unter zwei Monaten Forschungszeit ist da nichts zu machen. Tut mir leid. Wer genau war eigentlich dieser Bobarat, den die Bobaradianer anbeten? Bobarat ist ein Halbgott, genauer gesagt ein Viertelgott, der Sohn des Halbgottes Nandus. Er gilt als Alveranier des verbotenen Wissens. In zahlreichen Reinkarnationen wandelte er durch die Jahrhunderte und über unsere Welt, um seinen Zwilling Rohal zu bekämpfen. Die letzte Reinkarnation hat uns die Schattenlande beschert. Das heißt, die Bobarat-Kirche ist eine ganz normale Kirche? Nicht ganz. Vor 13 Jahren wurde Bobarat von allen 12 göttlichen Kirchen verdammt. Ich habe das damals für überzogen gehalten, jedenfalls bis ich in die Schattenlande kam. Auf jeden Fall zaubern Bobaradianer mit ihrem Blut. Sie beschwören Dämonen,
Ihre Kirche predigt die Freiheit, unterjocht aber alle, die weniger Macht haben als sie. Ein bisschen doppelzüngig, das muss man zugeben. Okay. Wo soll diese Beschwörung stattfinden? Wann wird dieser Dämon gerufen? Auf dem Markt, wenn die Sternenkonstellation günstig ist. Zum Beispiel jetzt. Jetzt? Natürlich nicht genau am Marktplatz. Der Beschwörer wird sich irgendwo verstecken. Die Chancen stehen aber gut, dass dieser übermächtige Heshtod genau auf dem Markt auftaucht. Kraftlinienmagie, nicht so wichtig. Wenn er so mächtig ist, wird er die halbe Stadt zerstören. Wir müssen sofort die Warunker warnen. Parell, ihr müsst mit Fergolosch verhandeln. Wenigstens einen Waffenstillstand. Wenn die Garde und das Kartell nicht zusammenarbeiten, ist Warung verloren. Es ist wahr. Ein neuer Angriff auf die Stadt hilft keinem. Ich werde mit dem Hauptmann verhandeln. Doch glaub nicht, dass wir dadurch Freunde werden. Ich tue das für Warung und für das Kleeblatt. Kämpfer und Barrikaden. Der Rest wird sich finden. Schafft endlich eure Sachen raus. Beeilt euch! Es kann nicht mehr lang dauern. Hat er schon so ein Wesen? Schöne Musik dazu. Ja. Was denn? Was denn? Ja, so ein Cheater. Ach, Mist. Lauf, 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 lauf. Komm nicht weg. Lauf, lauf, lauf. Kann gar nicht laufen. Er schießt immer mehr des Kampfes. Das fällt durch. Wo ist er? Ja, was dauert zu lange? Schaut nicht durch. Weg durch. Komm nicht weg. Wo ist er?
Was er? Ja, danke. Liebe Freunde, es hat der göttlichen Löwin gefallen, uns am heutigen Tage zu prüfen. Und ich sage, wir haben uns gut geschlagen. Was? Dieser Schurke hier, mit seiner finsteren Magie, wollte er die Kräfte der Niederhöllen erneut auf unsere Stadt loslassen. Doch mit vereinten Kräften haben wir es verhindert. Dank sei eurer Tapferkeit. Dank sei der göttlichen Löwin. Liebe Freunde, der Schurke wird seine gerechte Strafe erhalten. Doch heute ist kein Tag des Grimms. Heute soll ein Tag der Freude sein, an den sich Wahrung noch lange zurückerinnern wird. Ein Tag der Treue. Und an eben diesem Tag will auch ich die Treue feiern. Warunka, eurem Mut zu ehren, nehme ich heute die schöne Kalandra zu meiner Frau. Was? Okay. Und speichern. Bin ich dagegen? Was soll das? Was wird hier gespielt? Azarill. Ich fürchtete schon, du würdest es nie begreifen. Keine Hochzeit. Eine Vereinigung im Namen des Meisters und im Kreise seiner Diener. Nichts, was dir fremd wäre. Kalandra, ich bin gleich bei dir. Tu es nicht! Du spielst dir in die Hände! Mein Kompliment übrigens. Deine Erziehung war vorbildlich. Ich habe sie schon fast überzeugt. Kalandra, was immer sie dir bietet, nimm es nicht an. Und sie ist sogar unberührt. Zu schade, dass ich das nicht mehr nutzen kann. Das Erwachen hat schon begonnen. Du dreckige Dämonenmetze! Lass die Finger von ihr! Vielleicht schenke ich sie Falk. Als kleinen Ansporn. Er kann ja nicht immer so versagen wie am Praios-Tempel. Genug geredet. In die Niederhöllen mit euch! Was? Gleich schon der nächste Kampf? Ich war nicht mal ganz geheilt, was soll denn das? Schon tot. Was soll denn das? Mir nicht mal die Zeit geben, mir aufzuladen. Was soll denn das Schwachsinn? Ich muss den Dämon nicht nochmal machen. Oh, wir haben auch lange genug. Wir haben eine Stunde rum, ne? Ich habe nicht genau auf die Uhr geguckt. Peter im Wundertempel, genau. So, so. Was soll das? Was wird hier gespielt? So. Keine. Eine Ver. Kalandra! Tu es nicht! Kalandra! Und du Dreck! Vielleicht. So, so, bla, bla. So. 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 Wir machen es mal Ende. Also. Ja, dann bis nächste Woche, oder? Mal gucken, ob wir das irgendwie schaffen. Ich habe fast keine Lebensenergie mehr. Das ist total blöd, dass sie einen, zumindest jetzt in den nächsten Szenen, nicht wieder komplett auffrischen. Naja, mal schauen, was da geht. Ciao.